das Rhizom, die Drittveränderungsimperative haben ausschließlich das Interesse des den Wiederholungszwang des Mangel-Luftloch-Begehrens zu wiederholen, zu stopfen, um neue Transformations-Aberwitzigkeitsaktionen ins Werk zu setzen. Wenn dennoch kurzzeitig manchmal bewusstes Aktualbewusstsein, Augenblicksvergegenwärtigung dessen aufklafft, aufkluftet, warum bin ich überhaupt da, wozu, wenn ich wieder weg sein werde, wozu die ganze Mühe, warum diese Mühekühe dieses ganzen Aktionszyklus, Kaskaden, Zirkusspektakels, dann nur deshalb, weil damit zusätzliche Anpeitschungsenergien aufzuwecken, das Ganze noch mehr zu beschleunigen, das Ganze noch mehr zu intrigieren, noch verwickelter zu machen, vom aktiv-passiven in den transitiv-intransitiven und dann sogar in den reflexiven Kortesienzustand zu überführen. Was damit wiederum nicht der Selbsterkenntnis des Seins von sich selbst, sondern nur der Akzentuierung der Handlungsmomente, der Mimikrie, der Camouflage, der Übererfolgreichheit in den angetäuschten Aktionsfinden dient. Und das hat es ja bewiesen, zum Beispiel beim Fußballspiel. Auch Tiere können das bereits. Ich habe Vögel gesehen, die Brotkrumen ins Wasser schmeißen, bis Fischlein angeschwommen kamen. Wenn es zu große sind, nimmt sie den Brotkrumen wieder weg und fängt das kleine Fischchen erst, bevor es den Brotkrumen verschlucken kann. Oder bei Raben, wie in den Geschichten von Fontane, sind Listigkeiten und Täuschmanöver gang und gäbe, um sich Vorteile zu verschaffen. Gemeint ist Täuschungshandlungen. Aber das zu beschreiben, wäre jetzt zu umfangreich.